Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim Thema sichere Herkunftsstaaten ist ja eigentlich alles klar. Die Zahlen und Fakten sind eindeutig. Dass wir aber dennoch heute zum wiederholten Male darüber hier diskutieren müssen, das verdanken wir den Grünen. Das ist hier schon deutlich gemacht worden. Mit Ihrer Blockadehaltung, verehrte Frau Amtsberg, im Bundesrat haben die Grünen eben das Gesetz schon einmal verhindert, und sie verhindern damit bis heute schnellere Asylverfahren in Deutschland. Das ist die Botschaft dieses Tages, meine sehr geehrten Damen und Herren. Damit erweisen Sie unserem Staat, unserer Bevölkerung und letztlich auch den Migranten, die sich mit falschen Hoffnungen auf den Weg nach Deutschland machen, einen Bärendienst. Um das nochmals deutlich zu sagen, niemandem wird das Recht auf ein faires Asylverfahren genommen. Das kann man nicht oft genug betonen, weil Grüne und Linke hier im Hause ja so gerne das Gegenteil behaupten. Für mich ist aber klar, wir brauchen konsequente und schnelle Asylverfahren. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird es keinen gesellschaftlichen Konsens in Sachen Migration und Integration in Deutschland geben. Meine Damen, meine Herren, wir haben eine Verantwortung für Menschen, die in ihrer Heimat verfolgt werden und die um ihr Leben fürchten müssen. Das Asylrecht gehört zu den Wesensmerkmalen unseres Landes. Das Asylrecht hat aber nur dann eine gute Zukunft, wenn es einhergeht mit gesellschaftlicher Akzeptanz. Und diese Akzeptanz ist eben in Gefahr, wenn wir dem massenhaften Missbrauch des Asylrechts tatenlos zusehen. Wenn wir uns viel zu oft um aussichtslose Fälle kümmern müssen, dann schaden wir damit denjenigen, die wirklich verfolgt werden. Schon alleine deshalb ist unser Gesetzentwurf gut und auch vernünftig. Es geht aber auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, um die Handlungsfähigkeit unseres Staates und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unseres Staates. Wenn Asylverfahren endlos dauern und Ablehnungen keine schnellen Konsequenzen haben, dann leidet eben dieses Vertrauen, und das dürfen wir nicht zulassen. Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir senden aktuell weiter das Signal aus, dass nahezu jeder eine Chance auf Asyl in Deutschland hat. Das hat gerade in den Staaten Nordafrikas fatale Auswirkungen. Angelockt von falschen Hoffnungen machen sich viel zu viele Migranten auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer, leider oft mit tödlichen Folgen. Ich will, dass das aufhört. Und auch deshalb bin ich für diesen Gesetzentwurf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, vor diesem Hintergrund mein Appell natürlich insbesondere an die Grünen. Geben Sie endlich Ihre weltfremde Blockadehaltung auf. Leisten Sie einen Beitrag zu vernünftigen Asylverfahren in Deutschland. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen für die Menschen, die wirklich in Not sind, und für eine dauerhafte Akzeptanz des Asylrechts in Deutschland. Vielen Dank. Damit